Oder. Ein herzliches Quack und willkommen, meine lieben Freunde, Counter-Strike Global Offensive Overwatch. Ja, es hat jetzt doch länger auf sich warten lassen, ich wollte es ja regelmäßig bringen. Aber das hat Gründe, da kam ein bisschen was dazwischen. Aber ich hoffe, jetzt ist es soweit, dass ich das wieder täglich bringen kann. Und unser Suspect trifft hier nichts. Okay, doch, da ein Headshot. Noch einer. Okay, da hat er aber auch genug Zeit, da hat keiner gewehrt. Da hat er schön den Winkel gehalten und, oh, den drückt er auch weg. 4-0. Ja, aber ist das Warm-up, ne? Das ist das Warm-up. Ich finde es aber komisch, wenn ein Overwatch schon im Warm-up startet, ja. Da stellt er seine Tools ein. Mein Gott, bisher war ja ganz normal. Da waren einfach nur Headshots und die Gegner haben sich nicht gewehrt. Can we skip the warm-up, please, Game? Wärst du so freundlich, ja? Willst du mal? Dankeschön. Das sieht ja witzig aus. Er weiß auf jeden Fall, wie man da schnell runterkommt. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass er wenigstens schon mal Counter-Strike angehabt hat. Ja. Ich glaube, er hat Wallhack an. Ich kann euch genau sagen, warum. Er hat am Anfang aus Reflection in Richtung zu dem, der Smoke geguckt, den er nicht gesehen hat. Und dann, als man ihn sehen konnte, dann hat er so getan, als würde er nicht sehen. Und dann in der Flash auf einmal fliegt er wieder drauf. Das war schon so ein bisschen... ich kann es nicht verarschen. Da ist Outside angesagt. Mal gucken, was er macht. Der Typ 1 HP. Gespannt. Nichts Spektakuläres. Er weiß, er ist hinter Red. Könnte einfach warten. Zieht schon ein bisschen zurück. Wow. Okay, ist nicht der beste Spieler. Ja, ich meine, okay, da war jetzt ein Headshot dabei, aber davor, was war das denn? Der andere unten, der macht ein bisschen in die Hose. Boah, mit einem HP hat er aber trotzdem mal gut gedrückt. Unser Suspect hat hier ein Bunny-Hop-Skript. Ohne zu straven oder so. Und dobst er da komisch lang. Also ich bin zumindest mir fast sicher, dass er Bunny-Hop-Skript hat, zumindest sah das gerade echt danach aus. Wenn man X-Ray aus hat, ja, dann ist das schon komisch, weil er guckt oftmals so gegen die Wand, ja. Mein, der guckt nicht direkt den Gegner an durch die Wand. Aber dann jetzt so obvious einfach eine andere Ecke zu checken. Und so zu tun, ich weiß von nichts, obwohl er schon angesagt ist, dass der andere draußen ist. Das ist immer so, ja, das ist verdächtig, ne? Und, so wie er zielt, ist er nicht so gut, dass er den Jump hinkriegen würde. Ich bin da echt sicher, dass er Bunny-Hop-Skript auf jeden Fall anhat. Ob das mehr ist, wie gesagt, Verdacht auf Wallhack. Was macht er? Er kann nicht schießen, ey. Er kann einfach nicht schießen. Wow. Die Gegner sind einfach auf Bombspot A, wenn die CTs unten um die Bombe auf B rumlaufen. Das, würde mich mal, die Ränge würden mich da mal interessieren. Einfach weil das macht keinen Sinn.
smoke. Decoys out. Throwing flashbang. Wochenflasche. Und da ist er tot. Oh, jetzt ist er sauer. Der andere war geflasht und er hat ihn trotzdem ins Gesicht gedrückt. Jetzt ist er sauer. Jetzt hat er angemacht. AWP. Achtung, jetzt legt er los, Freunde. Ich riech das. Ja, und der Bunny hoppt da wieder fröhlich durch die Gegend. Bumm! Und wenn dann noch einer piekt, ist er tot. Ich bin echt gespannt. Da. Klick. Warum wirft er jetzt auf einmal da doch nochmal nach oben? I don't get it. Was checkt der für Ecken? Was will er da Leuten zeigen? So. Er spielt ja schon mit uns, ne? Er weiß, er wird dann geoverwatcht wahrscheinlich. So. Zumindest spielt er so. Ein bisschen, haha, hallo. Ja, der Bunny Hop Skript hat auf jeden Fall an. Also dafür wird er definitiv reported. Verdacht auf Warlake ist bisher nur ein Verdacht. Ja, da bin ich mir noch nicht zu 100% sicher. Da bin ich mir noch nicht zu 100% sicher. Oh, sorry, wir's gehen, Leute. Da ist die Ente ein bisschen Sauerstoffmangel, weil müde bin ich eigentlich nicht. Aber Hunger habe ich, muss gleich was essen. Das hilft ja nix. Es ist halt doch jetzt mal woanders und wirft jetzt da einen Smoke, wo einer steht, der noch keinen Sound gemacht hat. Und ein Nate hinterher, okay, ich werde da in meinem Verdacht wohl langsam, aber sicher eindeutig bestätigt. Er macht irgendwas, ja, wo keiner ist, was er davor noch nie gemacht hat. Oder wo dann ein Typ, wo noch keiner war und dann auf einmal steht da einer. Genau dann macht er hier, pullt er die Moves. Und dann tut er aber so, als ob er irgendwie gar nichts mehr mitkriegt und macht wieder einen auf unschuldig. Also, mit Dumpf verkaufen lassen wir uns hier nicht. Ja, das kann er vergessen. Im Doppelzoom diese Ecke zu checken. Jawohl, du bist ein richtiger Pro. Ja, sein Bunny Hop Script mag er wohl sehr gerne. Weil das benutzt er auch ohne zu zögern. Ja, du siehst die Leute über dir. Du hörst sie doch sogar schon. Selbst ohne Warlock hörst du, dass sie über dir sind. Warum tust du so, als ob du da immer noch auf irgendwen wartest? Was Schwachsinn. Ja, okay. Das war ein ganz normaler Ballbang. Ja, den hat er im Fenster gesehen. Aber so seine Art, wie er spielt, ist, als hätte er irgendwas zu verbergen oder versucht, irgendwas zu verstecken. Und das ist einfach very suspicious. Ja. Selbst mit seinem Bunny Hop-Skript kriegt er den Sprung nicht hin. Er spielt dann immer von anderen Winkeln und spielt dann genau da langsam, wo ein Spieler ist, ja. Und da hat er ihn gesehen und guckt schnell weg, so, oh, ja. Bin mir da mittlerweile sicher, dass der Warlock anhat, einfach weil er spielt so genau auf einen Spieler hin, ja. Und dann tut er wieder so, als ob er strunzdumm wäre und nichts weiß und nichts mitbekommt. No, ich hab keinen Sound und nichts, weißt du, so. Aber da hat er noch die Nate hin, so, das... Macht keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn. Ja. Klar. Was davor? Guckst du einen im Warm-Up 5 Minuten in der Smoke an und rastest nicht und da siehst du. Ja. Da wird auch eventuell Aim Assistance sogar mit dabei sein, weil auf einmal mit der AWP, da drückt er gut. Aber dazu ein Verdacht, den habe ich bisher noch nicht bestätigt.
Aber dass er dann immer zu den richtigen Leuten läuft und so was. Also Ballhack, sagen wir mal, confirmed. Ja. Bunny Hop Script auf jeden Fall auch. Was hat er für Stats hier mittlerweile? Der Suspect 12-1-1. Ja, okay. So gut ist er nicht. Und so schnell zieht er nicht, ja. Er fliegt einfach nicht. Dafür ist er sonst zu schlecht. Dafür ist er sonst zu schlecht. Und jemand, der so viel anhat, der wird auch irgendwie Aim Assistance noch anhaben. Stark. Achso, für die, die sich wundern, ja, ich habe ein neues Warenkreuz. Siehst man jetzt bei der AWP nicht, aber davor hat man es gesehen. Beziehungsweise ich kann das hier auch einfach mal. Das hatte ich die ganze Zeit jetzt gehabt. Naja, nimm doch mal jetzt hier wieder eine Waffe, mit der man ein Fadenkreuz sieht, bitte. Also das normale, nicht das Scoped. Tu uns den Gefallen, lauf mit der Pistole rum. Oder mit dem Messer. Dankeschön. Das hatte ich. Oh, da, zudem hatte ich nochmal geändert und habe jetzt aber mir einfach mal so eins angelegt. Du weißt auch, dass im Bett einer hockt. Da ist er die Treppe runtergegangen. Ja, da wollte er nochmal kurz gucken. Wo ist er jetzt hingegangen? Jetzt weiß er es. Er weiß es. Er ist direkt unter ihm. Da hat er nochmal nach oben geguckt. Hat er es gesehen? Da hat er nochmal nach oben geguckt. Wo steht er jetzt eigentlich? Weil im Endeffekt, ohne X-Ray, hätte man da nichts gesehen, außer dass er einfach den Vent anstarrt. Das ist so dumm. Das ist einfach dumm. Deswegen kriegt er einfach einen Report für alles. Für Griefing noch nicht, weil er hat ja seine Teammates nicht gekillt oder sonst was. Aber für alles andere kriegt er. Yay, du bist der Pro, du hast den Sprung geschafft. Nice, Junge, nice. Useless. Ja, die Terrors, die sind da noch draußen und am Machen und Tun. In der Zeit können die Logger schon diffusen. Das ist natürlich auch stark. Und das war's. Leute, das war's. Aim Assistance, evident beyond reasonable doubt. Vision Assistance genauso. Other external assistance wie Bunny Hop Script haben wir auch. Griefing können wir nicht. Das ist meine Meinung. Wenn ihr die unterstützt, schreibt es mir drunter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Overwatch wieder. Ob täglich, ob alle 2 Tage, I am not sure. Aber das wird sich zeigen. Und euch viel Spaß. Schönen Tag noch. Und danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Tschüss.